Jahreszeit zeigen, also für den Herbst. Und ich habe alles so ein bisschen kreuz und quer ausgewählt. Nicht nur dekorative Kosmetik, sondern auch so ein bisschen Fashion und Deko und so weiter. Und ich würde sagen, bevor das wieder viel zu lang wird, das Video, legen wir jetzt los. Dann starten wir mal mit Pflegeprodukten, weil ich finde, gerade wenn es jetzt ein bisschen kühler wird und ich finde, wir haben für Oktober schon ziemlich kalte Temperaturen, sollte man seine Haut auch besonders pflegen, damit die auch nicht so trocken und so weiter ist. Und da zeige ich euch jetzt mal meine allerliebste Tagespflege sozusagen. Und das ist diese hier von L'Oreal. Die nennt sich Hydra Active 3 Tag. Und die ist für trockene und sensible Haut und die ist wirklich richtig, richtig gut. Ich hatte davor also die gleiche in so einer Tube und jetzt habe ich mir die in diesem Töpfchen gekauft und ich finde die genial. Die riecht wirklich richtig gut. Also gar nicht mal so doll nach Parfüm, sondern einfach so richtig schön nach Creme. Und ich habe vor allen Dingen empfindliche Haut. Deswegen kann ich auch sagen, dass es stimmt, dass die für sensible Haut ist. Gerade so um meine Nase herum hatte ich jetzt zum Beispiel auch eine teure Creme gekauft und die hat so gebrannt. Also, und die überhaupt nicht. Und die pflegt richtig schön. Und die gibt es auch noch für die Nacht, habe ich gesehen. Und die werde ich mir sicherlich auch nochmal zulegen. Aber die kann ich euch echt wärmstens empfehlen. So, und ab einem gewissen Alter habe ich mir so gedacht, sollte man vielleicht auch mal anfangen, eine Augencreme zu benutzen. Und da teste ich mich jetzt schon eine Weile durch. Hatte schon diverse billige Produkte, auch teure. Und mein absoluter Favorit derzeit ist die Augencreme von Kiehl. Oder von Kiehl's, ja, Kiehl's. Die habe ich bei Douglas bestellt und das ist so eine Augencreme mit Avocado und deswegen ist die auch so ein bisschen grünlich. Sieht erstmal ein bisschen eklig aus, aber die hat eine richtig schöne Konsistenz. Ich mag das, weil die ist so dick. Da ist leider auch schon nicht mehr so viel drin. Daran seht ihr wirklich, ich benutze die jeden Tag und die gibt wirklich so ein richtig schönes Gefühl unter den Augen. Meistens trage ich die abends auf, dass die so über Nacht einwirken kann, weil das ist ja jetzt keine Faltencreme, sondern einfach nur Feuchtigkeit. Und gerade die Augenpartie, glaube ich, ist ja am sensibelsten und braucht schon ein bisschen Pflege. Und ja, diese Creme mag ich sehr, sehr gerne. Und gerade jetzt in der Jahreszeit sollte man vielleicht schon auch mal eine Augencreme benutzen. Und die kann ich euch wirklich empfehlen. So, das war's dann mit den Pflegeprodukten fürs Gesicht. Und dann möchte ich euch gerne noch zwei Lidschattenpaletten zeigen, die ich jetzt für diese Jahreszeit oft benutze. Und zwar ist es einmal die Naturally Yours Palette von Soeva. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die nicht nur im Herbst gerne benutze, allgemein. Aber meiner Meinung nach hat die wunderschöne Brauntöne, was für den Herbst immer schön ist. Und das ist eine Kombination aus matten Tönen und aus schimmrigen Tönen und ja, ich benutze die wirklich fast jeden Tag. Vor allen Dingen hier diesen Braunton finde ich total schön, aber auch hier diese matten Töne. Ja, absoluter Liebling von mir. Und eine neue Lidschattenpalette, die ich absolut schön finde, ist diese All About Bronze Palette von Essence. Die hat mir ja meine liebe Freundin gezeigt, oder beziehungsweise sie hatte sie und ich fand die richtig schön. Die hat allerdings nur schimmrige Töne drin, also keine matten. Deswegen benutze ich die auch manchmal in Kombination mit der. Und richtig schöne Farben. Die Pigmentierung ist meiner Meinung nach gut für Essence-Verhältnisse, also dafür, dass es eben auch nicht so teuer ist. Und ja, absolut schöne Herbstfarben. Und deswegen wollte ich euch die unbedingt auch nochmal in diesem Video zeigen. Also wer die noch nicht hat, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Dann machen wir weiter mit Rouge, würde ich sagen. Da habe ich euch, habe ich jetzt zwei rausgesucht. Und zwar einmal diesen hier. Der ist von Essence und das ist die Farbe 20 Berry Me Up. Und das Schöne an diesem Essence Blush ist, dass er matt ist. Das heißt, ihr habt hier nicht so voll die Glitzerbacken
Und das finde ich immer ganz schön. Man trägt ja sowieso nochmal einen Highlighter oder so auf. Die Farbe finde ich wirklich wunderschön für den Herbst, weil das ist so ein, den habe ich heute auch drauf, so ein ganz dezentes Bärenrosa, würde ich mal jetzt sagen. Ihr wisst ja, ihr seht es ja. Und perfekt für den Herbst. Und den anderen Blush, den ich euch zeigen wollte, ist, der ist von Sueva. Und im Herbst stehe ich mehr so auf diese Pinktöne, weil die halt auch so eine Frische ins Gesicht zaubern. Und zwar sieht der so aus. Der ist auf jeden Fall jetzt heller als der von Essence. Und das ist auch so ein richtig schönes Rosa. Ich schaue nochmal nach, ob ich die genaue Bezeichnung finde. Aber das ist wirklich ein wunderschönes, helles Rosa. So ein bisschen auch Peach, Peach-Rosa, würde ich mal sagen. Und ja, macht eine richtig schöne Frische auf den Wangen. Und die beiden sind auf jeden Fall meine Favoriten für den Herbst. Ja, und zurzeit benutze ich wirklich eigentlich jeden Tag Eyeliner. Deswegen wollte ich euch jetzt auch nochmal meine zwei liebsten Eyeliner mit in dieses Favoritenvideo zeigen. Das liegt einfach auch daran, dass ich ja vorher eine Wimpernverlängerung hatte und dort nie Eyeliner gemacht habe. Aber da ich jetzt keine mehr habe, ja, finde ich es mit Eyeliner auf jeden Fall schöner. Und mein allerliebster schwarzer Eyeliner ist der hier. Das ist ein Eyeliner-Stift von H&M. Und ich hätte nie gedacht, dass H&M so gute Sachen hat. Also ich habe jetzt ein paar Sachen mal bestellt gehabt, unter anderem auch Nagellack zum Beispiel. Aber dieser Eyeliner, der hat halt, der ist in so einer Stiftform und der gibt richtig schön Farbe ab und lässt sich meiner Meinung nach richtig einfach auftragen und er hält den ganzen Tag. Also ein absolut gutes Produkt. Und der zweite Eyeliner, den ich euch zeigen will, das ist der Kiko Eyeliner, den ich auch schon in meinem Shopping-Haul drin hatte. Das ist der Liquid Intense Eyeliner in Braun. Weil ich finde, gerade für den Herbst ist es auch eine richtig schöne Alternative, braunen Eyeliner aufzutragen. Gerade in Verbindung mit dieser Palette kann ich euch sagen, dass der braune Kajal richtig schön dazu aussieht, weil das mit Schwarz manchmal ein bisschen hart wirken könnte. Aber mit einem braunen Eyeliner im Herbst finde ich ja absolut super und die Kombination hier mag ich sowieso. Also die beiden Eyeliner sind meine derzeitigen Favoriten. Dann zeige ich euch noch schnell einen Kajal, ohne den ich zurzeit nicht das Haus verlasse. Und das ist der Kiko Kajalstift, über den ich auch schon in meinem Shopping Haul 3 Stunden rumgeschwärmt habe. Ich mache es diesmal kurz. Also ich habe euch ja gesagt, warum der so gut ist. Er ist halt beige, das heißt nicht so hart weiß. Ich benutze ihn für die untere Wasserlinie. Er ist cremig, lässt sich super auftragen und hält den ganzen Tag. Und ich finde, das öffnet total die Augen und benutze ich jetzt eigentlich jeden Tag auch für mein Alltags-Make-up in Kombination mit dem Eyeliner und so weiter. Und ja, deswegen wollte ich euch den auch nochmal zeigen. Dann kommen wir zu den Lip-Linern. Da habe ich zwei für euch rausgesucht, die ich ganz, ganz oft benutze. Und zum einen ist es der Trend It Up Lip-Liner in der Nummer 020. Das ist so ein Nude-Ton. Der passt auch irgendwie zu allem und die lassen sich auch richtig schön auftragen. Ich mag das auch, dass die so zum Rausdrehen sind. Also ja, finde ich richtig gut. Und der andere, den ich euch zeigen wollte, ist von Kiko. Und zwar ist es die Nummer 310. Und das ist eher so ein richtig schönes, sag ich mal, so eine Farbe wie die eigentliche Lippenfarbe, nur ein bisschen dunkler, also ein bisschen ins Bärige auf jeden Fall und lässt sich aber auch richtig schön auftragen, super weich und fühlt sich einfach gut auf den Lippen an und die beiden benutze ich sehr, sehr gerne. Und mein absoluter Lieblingslippenstift zurzeit ist auch von Kiko und zwar ist das dieser silberne. Die haben ja jetzt keine Namen, sondern immer nur Zahlen oder Nummern. Das ist die Nummer 502. Und ja, der ist auch schon fast alle. Der ist richtig herbstlich, finde ich. Also das ist so ein, auch so eine, sag ich mal, ein bisschen die eigene Lippenfarbe. Aber so, ja, wie soll man das beschreiben? So bärig, nude, braun, also so ein bisschen so ein Rosenholzton. Wunderschön. Und von MAC habe ich mir auch einen neuen Lippenstift bestellt und für sehr gut empfunden. Den habe ich gerade auch auf den Lippen.
Und zwar ist das die Farbe Brave. Und ihr seht schon, die Farben an sich ähneln sich ein bisschen, weil ich die für den Herbst halte. Das ist eine absolute Herbstfarbe zurzeit für mich und trage ich momentan jeden Tag. Diese beiden Lippenstifte und ja. Muss auf jeden Fall nicht immer teuer sein, deswegen habe ich euch jetzt auch nochmal den von Kiko gezeigt. Aber die MAC-Lippenstifte sind halt einfach auch wunderschön, deswegen kaufe ich mir dort auch ab und zu mal einen davon. Ja, und das sind auf jeden Fall meine liebsten Lippenprodukte, die ich auch täglich benutze. Dann dürfen natürlich unsere Nägel nicht fehlen im Herbst. Und ich bin im Herbst so voll der Bärenton, genauso wie zurzeit so ein bisschen auf den Lippen und so weiter. Und ich trage gerade auch einen bestimmten Nagellack, und zwar den hier, den ich euch auch unbedingt zeigen wollte. Das ist der Maybelline Super Stay Forever Strong. Und die Farbe heißt Move On. Ja, und der passt auch super zum Schal, sehe ich gerade. Das ist halt ein richtig schöner Pflaumenton, muss ich mal sagen. Also der ist ziemlich dunkel. Und so ein bisschen halt flaumig, ne? Und der hält wirklich lange. Also ich bin echt überrascht. Ich habe den jetzt schon über eine Woche drauf und das sind wirklich nur so Spitzen oder so abgeplatzt, aber noch nicht komplett. Also nicht nur die Farbe ist wunderschön, sondern er hält auch noch richtig lange. Also ja, den müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und der, ja, glaube ich, der All-Time-Favorite im Herbst von vielen ist der Essie Bahama Mama. Das ist auch, also das ist jetzt ein richtiger Bärenton. Wie ihr seht, ist der von Super Stay auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Und das ist halt, ja, also ein wunderschöner Nagellack für den Herbst, Bahama Mama. Auch ein absoluter Liebling von mir. Und dann wollte ich euch noch einen anderen zeigen, ein bisschen dezenteren, wer jetzt nicht so auf dieses Knallige steht oder Dunkle. Und zwar der von P2, den hatte ich euch auch schon mal in einem DM-Haul gezeigt. Und zwar ist es die Nummer 150 Cute Girl. Und für mich auch absolut ein Herbstlack, weil er zu allem passt. Und so ein richtig schönes Nude, den mag ich auch richtig doll. Und alle drei Marken übrigens, also P2, die Volume Glosse, Essie und Super Stay von Maybelline, finde ich vom Auftragen und von der Haltbarkeit am besten von allen Nagellacken. Und ja, deswegen wollte ich euch die auf jeden Fall auch nochmal zeigen. So, das soll es dann für die Kosmetik gewesen sein. Und jetzt kommen wir mal zum anderen Thema. Ich bin ja ein absoluter Badefreak. Also eigentlich das ganze Jahr über mag ich lieber baden als duschen. Aber gerade jetzt, ja, liebe ich es einfach, in die Badewanne zu hüpfen und ein heißes Bad zu nehmen. Und da wollte ich euch auch mal meine Lieblingsprodukte zeigen, die ich dort immer verwende. Was ich gerne benutze, ist von Kneipp dieses Cremebad. Das ist die Richtung Mandelmilch, Mandelöl. Und das ist auch, soll sehr hautverträglich sein. Und das hat einen richtig schönen Duft, wenn ihr das so ins Wasser gebt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dadurch so alles ein bisschen weicher ist oder so, weil es ja auch so ein Cremebad ist. Ansonsten nehme ich aber auch ganz normales Schaumbad von Dove oder so und gebe das mit rein. Was ich aber neu habe, das ist von Rossmann, habe ich mir das gekauft und das sieht so aus. Und zwar ist das ein schäumendes Badesalz. Also mir war halt wichtig, dass es schäumt, weil ich mag das irgendwie gar nicht, wenn man baden geht und da ist kein Schaum. Deswegen fand ich das total interessant. Und zwar habe ich die Richtung Cranberry und Arganöl. Und Leute, das riecht so hammergeil. Das hätte ich echt nicht erwartet. Richtig intensiv. Und davon gebe ich auch immer nur so, also ich habe das jetzt erst zwei, dreimal benutzt und gebe ich nur so ein bisschen mit in die Badewanne rein. Und das ist so ein geiler Geruch, der da entsteht. Und es schäumt auch wirklich, also stimmt, was hier draufsteht. Und ja, das benutze ich total gerne jetzt zur Zeit für die Badewanne. Und dann zeige ich euch jetzt auch noch mein Lieblingsshampoo, nicht Shampoo, sondern Duschbad, was ich zurzeit benutze. Und zwar ist das von Yves Rocher. Und das ist jetzt die Richtung Almond from California. Durch eine liebe Freundin bin ich auf diese Duschbäder gekommen.
von Yves Rocher und wir hatten uns dann so ein Dreierpack gekauft und die beiden anderen sind schon leer. Und das ist jetzt mein drittes und das finde ich auch irgendwie mit am besten vom Geruch her. Ich weiß nicht, das hat so einen richtig, richtig herbstlichen Geruch für mich. Also ich mag das total gerne. Und es ist vor allen Dingen auch für Leute mit empfindlicher Haut ganz gut, weil meine Freundin hat empfindliche Haut und hat von anderen Duschbädern ja so Juckreiz bekommen und bei dem auf jeden Fall nicht. Und ja, also ich kann zu den Produkten nichts Negatives sagen, mir gefallen die richtig gut und ja, das ist mein momentanes Duschbad, was ich benutze. Und dann habe ich euch ja vorhin gesagt, dass ich ein paar Sachen bei H&M an Kosmetik bestellt hatte und unter anderem habe ich mir auch das hier bestellt vor langer Zeit und zwar ist das ein Caribbean Crush Body Scrub und das ist sozusagen ein Peeling und das benutze ich jetzt schon eine ganze Weile und ja, ich bin schon wieder begeistert, weil das riecht so hammermäßig. Also es gibt es auch noch in verschiedenen Richtungen, glaube ich, aber dieses Caribbean, das würde ich am liebsten essen. Das riecht nach Mango, Orange, ich weiß nicht, also so wie so ein Fruchtcocktail einfach nur. Und es ist so ein bisschen glibberig von der Konsistenz. Das finde ich aber nicht schlimm. Also ich mag das eigentlich. Und die Partikel da drin sind nicht zu grob und auch nicht zu fein und auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Also für mich genau richtig. Also da hat ja auch jeder eine andere Meinung zu. Und ja, das benutze ich eigentlich immer so einmal die Woche, wenn ich meinen Selbstbräuner auftrage. Und das macht halt auch eine richtig schöne Haut und gerade jetzt im Herbst oder Winter ist es ja dann so, dass man doch ein bisschen trockenere Haut hat und wenn ihr so ein Peeling benutzt und euch danach schön eincremt, dann habt ihr Haut wie ein Babypopo und deswegen empfehle ich euch auch mal ein Peeling für die Haut zu kaufen und das finde ich echt sehr gut. So und wie man unschwer erkennen kann, stehe ich total auf dicke, große Tücher, die ja sowieso zurzeit total in sind, beziehungsweise auch schon letztes Jahr. Und das hier ist ja von New Yorker und ich glaube, die haben zurzeit auch noch andere tolle Muster und so Pastelltöne, die ich auch richtig schön finde. Und die sind halt, also der jetzt von New Yorker ist so weich und kuschelig und ich finde die Farbe halt schön, weil ich ja momentan diese Farben sehr schön finde. Und dann habe ich natürlich auch bei Zara letztes Jahr zum Beispiel zugeschlagen und mir diese karierten Geschichten geholt und da fand ich das hier so schön mit diesem Braun, gerade jetzt auch für den Herbst, wenn ihr dann dazu noch so ein paar Stiefelchen anzieht oder so, finde ich es einfach, passt super. Und den hier, den wahrscheinlich auch ganz viele von euch kennen, der so ein bisschen mit Grün, Braun und Gelb, auch für mich ein perfekter Herbstschal und ich trage den auch schon jetzt, also nicht nur im Winter, sondern wie gesagt gleich im Herbst. Und neben den Tüchern trage ich auch ab und zu gerne Mützen, also im Herbst dann eher solche dünneren Sachen und die so ein bisschen Beanie-mäßig sind. Also das ist hier ja diese Mütze aus dem H&M und ich habe gesehen, dass die auch schon viele von euch haben, weil ich da mal auf Instagram ein Bild gezeigt habe und das freut mich natürlich, dass euch die Mütze auch gefallen hat und ja, also die ist für mich ein absolutes Herbstmützchen durch dieses Cremeweiß und diese bärigen Bordeaux-Töne hier, also so Ranken und Blümchen, ja, finde ich die echt wunderschön und ansonsten trage ich natürlich auch gerne Grau, deswegen auch eine Beanie-Mütze wieder in Grau, also ganz normal ohne viel Schnickschnack. Ja, dann gehören für mich auf jeden Fall in den Herbst Stiefel bzw. eher so Boots. Und da wollte ich euch mal meine Lieblingsboots zeigen. Die sind von Deichmann gewesen. Die habe ich aber auch letztes Jahr gekauft. Und ich finde, die sind halt mal ein bisschen anders, schon alleine durch die Farbe. Also es ist ja so ein Alt-Rosé-Ton und so braune Schnüre vorne dran. Die sind auf jeden Fall jetzt für die Jahreszeit geeignet, weil für den Winter absolut nicht. Die haben so Löcher hier überall und deswegen trage ich die auf jeden Fall jetzt sehr, sehr, sehr gerne. Und ansonsten bin ich halt so der typische Boots-Mädchen-Typ. Also diese Dinger zum Beispiel trage ich sehr oft in Braun. Die habe ich auch mal aus dem Deichmann gekauft.
jetzt nichts Besonderes, aber ja, für mich gehören die definitiv zu meinen Herbstfavoriten und deswegen habe ich sie euch jetzt auch nochmal in Kamera gehalten. Und ansonsten mag ich auch gerne diese Farbe hier bei Stiefeln. Das ist so ein Beige-Ton und passt doch irgendwie dann zu allem, finde ich. Die trage ich auch momentan sehr oft. Ich weiß aber leider nicht mehr hundertprozentig, wo ich die mal her hatte. Kann sein, dass ich die im Kolosseum gekauft habe, weil da hängen ja manchmal auch so eine Stiefelchen. Also die waren auf jeden Fall nicht sehr teuer und ja. Ja, das sind auf jeden Fall meine drei liebsten Boots oder Stiefel für diese Jahreszeit. So, und dann bin ich auch eine extreme Frostbeule und das auch schon im Herbst. Und ja, also ich muss auf jeden Fall schon immer heizen, weil mir echt total kalt ist. Und am schlimmsten ist es ja, wenn die Füße kalt sind. Weil wenn erstmal eure Füße kalt sind, dann könnt ihr alles vergessen, ne? Und jetzt habe ich bei Chibo entdeckt, dass es hier so eine ganz dicken Socken gab und ich wollte es euch halt einfach zeigen. Es sind nur Socken, aber ich fand die irgendwie total niedlich, weil die wieder in Grau sind und meine momentane Lieblingsfarbe im Herbst ist auch absolut Grau. Und die sind innen so richtig, richtig kuschelig dick. Und ja, ich mag die total. Also da braucht man da drunter auch wirklich keine anderen Socken, sondern man zieht die einfach nur so an und ab auf der Couch mit einer Kuscheldecke und eure Füße werden definitiv nicht mehr kalt. So, und apropos Grau, zeige ich euch jetzt auch nochmal ja, meine liebsten Kuschelpullover oder Cardigans zurzeit. Und da habe ich jetzt graue Sachen rausgesucht, weil ich eben total die Farbe mag jetzt für den Herbst. Und den hier kennt ihr schon, den habe ich auch in meinem Haul gezeigt, in meinem letzten. Der ist von Only, also von Vero Moda habe ich den. Und der ist mega, mega kuschelig und schön lang, sodass er auch über den Po geht, was immer ein bisschen wichtig ist. Sonst ist es auch, sieht es auch nicht so gut aus, beziehungsweise ist kalt. Ja, die Farbe ist super schön und ja, einfach nur ein richtig schöner, kuscheliger Cardigan. Dann habe ich auch noch von Only so einen grauen Pullover, den ich euch auch mal zeigen wollte. Der ist jetzt nicht besonders, weil er irgendwelche Aufstickereien oder so hat. Der ist total simpel gemacht, aber auch so ein bisschen so ein Strickpulli und der ist auch wieder länger. Und was ich schön finde, dass der hinten länger ist als vorne. Das mag ich total gerne und man könnte darunter auch eine weiße Bluse oder sowas ziehen. Also den trage ich auch echt sehr gerne und ein paar Boots dazu ist mal angezogen für den Herbst. So, und dann kommen wir zum Thema Kerzen. Ich glaube, Kerzen sind auch so Sachen, die jeder gerne um diese Jahreszeit anmacht oder benutzt. Und im Hintergrund seht ihr es vielleicht schon. Meine absoluten Lieblingskerzen sind die Yankee Candles. Und das ist auch so fast mit meiner Lieblingsgeruchsrichtung. Und zwar ist das Vanilla Cupcake. Die riecht echt göttlich und also zu den Kerzen kann ich nur sagen, sie sind erstmal in der Anschaffung her nicht ganz billig. Ich glaube, die großen kosten so um die 25 Euro oder 22 Euro. Ich habe meine übrigens bei Amazon bestellt, da sind sie mit am günstigsten zu erhalten. Vanilla Cupcake kann ich euch wirklich empfehlen und für Weihnachten habe ich mir schon Christmas Cookie bestellt. Die riecht auch richtig, richtig gut. Und ja. Ihr zahlt zwar erstmal ein bisschen mehr Geld für so eine Kerze, aber Leute, die Kerze, die habe ich jetzt schon so oft angemacht und es ist gerade mal so viel raus. Die hält so, so lange, weil sie eben ja auch so groß ist und auch sehr, ja, die brennt halt echt lange. Und dazu wollte ich euch noch unbedingt was zeigen, was mir meine Mutti mitgebracht hat. Und zwar ist das so ein kleines Set. Ich muss mal gucken, wo genau sie das bestellt hatte. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. So, also in diesem Set sind drei verschiedene Sachen drin, direkt für diese Yankee Candles. Und zwar einmal dieses hier. Das ist so niedlich. Ich habe das ja bei meiner Mama entdeckt. Die hatte das schon gehabt. Und ich habe gesagt, oh, ich will das auch haben. Und ja, dann hat sie mir das Set hier geschenkt. Und zwar ist es einfach nur so ein Deckelchen. Den macht man einfach nur hier so drüber. Also der passt hier perfekt drauf und den gibt es eben mit Herzen und auch noch mit anderen Formen. Und man sagt, dass dadurch die Kerze auch länger hält und gleichmäßiger abbrennt.
Und es ist mir eigentlich alles relativ egal. Ich finde es halt einfach niedlich, wenn da so ein kleiner Deckel drauf ist mit einem Herz. Ich fand es richtig niedlich. Und was ich auch noch gut finde, ist dieser Abknipser hier, der ja mit dabei war, weil der Docht von diesen Kerzen ja teilweise auch so ein bisschen, sage ich mal, auseinanderbröselt mit der Zeit und auch immer länger wird. Und dann könnt ihr den hier einfach so abschneiden mit diesem Teil, dann bleibt das hier auch oben drauf liegen. Und dann brennt die Kerze wieder wunderbar und dann habt ihr auch nicht so eine hohe Flamme, weil wenn der Docht so hoch ist, lang ist, habt ihr so eine hohe Flamme. Und ja, dann war hier noch dieses Kerzenausmach. Ja, dann war hier noch diese Ausmachglocke dabei. Die benutze ich allerdings nicht, muss ich sagen, weil irgendwie finde ich das affig, mit dieser Glocke meine Kerzen auszumachen, wenn man sie doch auspusten kann. Aber irgendwie trotzdem alles sehr niedlich hier in dem Set und deswegen wollte ich euch das unbedingt auch nochmal zeigen. Und apropos Kerze, möchte ich euch auch noch ein Deko-Teil zeigen. Tada! Ja, also diese Blätter, die habe ich jetzt einfach mal so rangemacht, die kräuseln sich auch schon ein bisschen. Aber an sich ist es so ein Teelicht-Dingsbums. Weiß jetzt nicht genau, wie man dazu sagt. Und in der Mitte mache ich dann hier so die Kerze rein. Und hier steht vorne drauf, Once Upon a Time. Und ich fand die Farbe so schön mit dem Bronze. Also ist alles so in Bronzy gehalten. Das habe ich übrigens aus dem Rossmann. Und dann habe ich hier einfach so eine Schleife rangemacht. Das ist auch von mir. Und so ein paar Blätterchen rangemacht. Das muss man jetzt natürlich nicht machen. Aber ich fand das irgendwie schön und herbstlich und ja. So, ich glaube, das müssten jetzt alle Sachen gewesen sein, die ich euch heute zeigen wollte. Ja, ich hoffe sehr, dass euch die Favoriten gefallen haben und vielleicht schreibt ihr mir ja auch mal in die Kommentare, was ihr so am Herbst gerne mögt, was ihr gerne macht, anzieht, benutzt und so weiter. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!